Hallo, mein Name ist Astrid Wurps. Ich bin hier an der Medizinischen Universität Graz in der Forschungsgruppe Aging als Labortechnikerin bzw. Research Technician angestellt. Und von der Ausbildung her habe ich in Wien auf der BOKU Biotechnologie studiert und habe das Studium auch mit einem Master abgeschlossen. Danach habe ich viele Jahre an einem Bürojob gearbeitet im Qualitätsmanagement. Und ich habe halt dann mit der Zeit gemerkt, das ist jetzt nicht so ganz das, was mir Spaß macht. Und ich möchte eigentlich wieder gern praktisch arbeiten und habe mich dann umgeschaut und habe dann glücklicherweise an der MedUni in Graz eine Stelle als Technikerin bekommen. Und was mein Aufgabengebiet hier jetzt ist, ist der Bereich der Zellkultur. Da gibt es eben auch schon das Modul 3, wo die Corinna die Zellkultur auch vorstellt. Da sieht man eben, was so meine Tätigkeiten sind, dass ich eben die Zellen, die wir in Kultur haben, versorge und sie auch für die Forschenden zur Verfügung stelle und vorbereite. Da ist zum Beispiel auch das Video von der Fluoreszenzmikroskopie. Da sieht man diese kleinen Glasplättchen. Und auf diesen Glasplättchen sind die Zellen oben und das ist zum Beispiel eine meiner Aufgaben, dass ich diese Glasplättchen mit den Zellen vorbereite. Ich finde die Tätigkeit als Labortechnikerin sehr spannend, vor allem in einem universitären Umfeld, weil man doch halt auch in der Forschung mit einbezogen ist und es eine gute Mischung ist zwischen Routinetätigkeiten. Aber man kann halt auch eingebunden sein, zum Beispiel bei einer Methodenetablierung oder dass man dem Forschenden einen Teil der Projektarbeit oder der Arbeiten abnehmen kann. Also falls ihr noch mehr über die Zellkultur wissen wollt, dann schaut euch noch einmal das Video von der Corinna an, dann seht ihr das genauer, wie so mein Arbeitsplatz ausschaut.